Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Falls ich hier ab und zu ein bisschen abschmatze während den Folgen, ich habe mir ein paar Süßigkeiten geholt, weil ich jetzt schon die vierte Folge, ich glaube, die vierte Folge hintereinander aufgenommen habe, weil ich ein bisschen am Vorproduzieren bin für die Feiertage. Uns geht es relativ gut, ich habe gerade nochmal geschlafen, ich kann nochmal ein bisschen trinken. Ein bisschen Wasser bräuchte ich eigentlich noch. Ich habe das ganze Holz dabei. Oh, noch ein Brecheisen. Alter. Okay, das ist leer. Kriegen keinen Anruf. Das ist gut. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie ich die Erfrierungsleiden loswerde. Okay, so jetzt geht's aber hier ab zur Mine und ich bin so ein bisschen verwirrt, denn wenn man mal hier guckt, nee, kann ich gar nicht hier sehen, oder? Beziehungsweise wenn ich hier auf speichern gehe, Zustand 51%, ja. Episodenvorschritt 85%. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt und dass jetzt nicht dann bald schon die Episode vorbei ist, weil ich halt gerade mega geil im Spiel drin bin und ich möchte halt jetzt wirklich was Neues sehen. Also ich hoffe, dass das sich jetzt hier nicht alles nur um dieses Lager gedreht hat. Das wäre wirklich ein bisschen doof. Ich wette, es kommen noch mal Wölfe. Das ist nachgeladen. Lade ich auch direkt noch mal nach, falls Wölfe kommen. Damit wir da auf jeden Fall ausgestattet sind. So, und die lade ich auch noch mal nach. Steine habe ich auch dabei. Sehr gut. Okay. Ja, direkt nochmal einen Stein mitnehmen, ne? Sicher, sicher. Den Wolf schön den Stein an die Rübe knallen. Boah, es ist jetzt zum Glück hier nicht mehr weit. Da hinten ist das Flugzeug, was abgestürzt ist. Da geht die Sonne auf. Okay. Easy. Okay, ich bin schon krass zu weit gelaufen. Alles klar. Ist da noch ein Stein? Ja, da sind noch zwei Steine. Ne? Nehmen wir mal eben mit hier. Komm. Wer weiß, wofür wir sie brauchen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo ich hin muss. Muss ich hier hoch? Ich meine, ich finde das schon gut, dass wir so einen Pfeil haben, der uns das anzeigt. Sonst würde ich mich hier komplett verlaufen. Dann wüsste ich gar nicht mehr, was los ist. Ich wär komplett lost. Okay, ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Ja. Alles klar. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was sehen, dass die Episode jetzt nicht zu schnell vorbei ist, ey. Das wäre bitter. Zum Glück haben wir gutes Wetter. Gefühlt zwar minus 16 Grad, aber das geht schon. Es geht schon alles. Und ich weiß noch, in der zweiten Episode, glaube ich, oder ganz am Anfang in der ersten Episode, habe ich aber gesagt, ich darf nicht so viel rennen, weil das so viel Energie verschwendet. Aber ich kann nicht anders. Ich will einfach immer schnellstmöglichst. Vor allen Dingen will ich jetzt hier schnell aus diesem Gebiet raus. Ich will jetzt was Neues sehen. Okay, das dürfte da vorne sein. Nehme ich mal ein paar Stöcke mit. Habe ich ein paar Stöcke dabei? Vom einen nehme ich mir mal mit zum Anzünden. Geil, ich bin überladen. Hä?
Wo zum Teufel muss ich hin? Was zur Hölle? Muss ich hier durch? Kann das sein? Boah, hier ist ein Bär drin. Jetzt bin ich ja mega weit weg. Jesus. Wo muss ich denn hin? Es muss irgendwo da sein. Aber hinter dem Berg, ne? Wie komme ich da durch? Oh nein. Ich bin doch richtig gelaufen. Ich muss hier entlang. Ich muss den Weg hier entlang. Oh Gott, ey. Wieder ein Erdbeben, ey. Was ist denn hier los? Was war so klar, dass nur mal Wölfe kommen, ne? Ich hoffe, ich kann in die Mine flüchten. Boah! Boah, ich habe zwei einen reingeknallt. Geil. Bam! Schnell nachladen, bevor sie wiederkommen. Shit. Okay, der hat gar nicht gejunkt, aber ich habe ihm nochmal einen gegeben. Ja. Ich habe sie gut abgewehrt, ohne dass sie mir Schaden zugefügt haben. Und ich habe sie auch gut getroffen. Es war mir klar, dass nochmal Wölfe kommen. Und wenn wir hierhin zurückkommen, liegen hier auf jeden Fall der eine Wolf, den wir noch holen müssen. Und hier liegen dann auf jeden Fall ein paar Wölfe, die wir platt machen können. Also die wir ausnehmen können. So. Sehr gut. Ich dachte gerade, hier geht's nicht weiter. Ja, wäre aber durchgedreht, du. Sind wir nicht aus... Moment mal. Sind wir nicht damals aus so einer Mine rausgekommen und waren dann hier? In der zweiten Episode oder in der ersten? Ich weiß es nicht mehr. Idyllisches Tal verlassen. Stelle sicher, dass du alle anderen Missionen und Aufgaben erledigt hast, bevor du die Mine aufsuchst. Du kannst danach nicht mehr zurückkehren. Habe ich noch Sachen, die ich brauche? Habe ich noch Sachen, die ich brauche? In der Kiste. Das Lampenöl, oder? Ich weiß es nicht. Komm, scheiß drauf, egal. Hä?
Ich konnte doch easy zurück. Für die Shirts hat es dann ein oder so, keine Ahnung. Null. Gehe zum Funkturmhügel, also verlasse das Gemeindezentrum, habe ich gemacht. Finde einen Weg durch die Minentunnel. Betrete die Mine und verlasse das idyllische Tal. Sobald du die Mine betrittst, kannst du nicht mehr zurück ins idyllische Tal. Kannst du nicht mehr ins idyllische Tal zurückkehren. Ich bin nur gerade überfragt, weil ich das Lampenöl hier habe. Wo habe ich das Lampenöl gefunden? Aber ich habe denen das doch gegeben, sonst. Wo habe ich das Lampenöl gefunden? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal, wir gehen einfach mal weiter, ne? Wo habe ich das? Oh, hier werden wir Kohle finden. Nice. Links oder rechts? Einfach mal rechts entlang. Kohle. Stein. Was ist das krass, ey? Ich bin wirklich. Ich weiß wirklich nicht, wo ich das Lampenöl her habe. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit. Ich bin wirklich überfragt. Das haben wir doch. Okay. Leer. Nötig Brecheisen. Shit, habe ich jetzt nicht dabei, ne? Vielleicht wäre da was Geiles drin gewesen. Naja, egal. Ein Brecheisen hätte ich schon mitnehmen sollen. Und die Bügelsäge. Alles egal. Muss ich jetzt da wirklich einen Weg durchfinden und darf jetzt diesen Weg nicht mehr gehen? Nee. Einen anderen Weg, aber es wäre bestimmt auch passiert, oder? Also. Speichervorgang. Die Lampe ist weg. Jetzt habe ich die Lampe nicht mehr, ey. Okay, es ist tatsächlich zugeschüttet hier. Es ist natürlich geil, dass jetzt die Lampe weg ist. Aber egal. Wir sollen uns hier mit Streichhölzern weiterhelfen, ne? Oh Mann. Okay, Stromkabel. Halte dich von Leitung fern. Wasser in der Nähe kann ebenfalls unter Strom gesetzt werden.
Okay, ich versuche hier mal schön drüber zu laufen. Streichholz bringt gar nichts. Krass. Wir sind ja mega down. Merzen verwenden. So. Naja, hätte ich auch drauf kommen können, dass wir down sind, ne? So, erstmal hier. So. Okay. Okay. Ah, ich muss hier entlang. Nice. This elevator looks like the only way out of here. Speicherpunkt. Aber der... Alles unter Strom. Ich kann nur da entlang. Aber der wird abstürzen oder so. Irgendwas wird passieren. Ich sehe gar nichts. Aufzug rufen. Bin da eine Möglichkeit, den Aufzug zu reparieren. Karte bringt mir gar nichts. Ja, bin da eine Möglichkeit, den Aufzug zu reparieren. Wie? Ich hätte gerne die Lampe wieder, ne? Wär schon fein, ist du. Streichschützer bringen halt gar nichts, ne? Zur Sicherung. Muss ersetzt werden. Verdammt nochmal. Ey, Junge. Hab jetzt hier nichts gesehen, ne? Das ist das, weil die Lampe weg ist. Ich mach so eine Fackel an. Komm. Was soll das? Hier so eine Seenotfackel. Zack. Ja. Sieht direkt ganz anders aus hier. Wahnsinn. Eine Taschenlampe. Easy. Wie gut, dass ich die angemacht habe. Ein Brecheisen. Ehre. Wird sogar angezeigt, wie lange die Fackel noch hält. Geil. Nice. Ich sehe Notfackel, die kann einiges, ey. Krass, ich gehe erstmal hier hoch. Oder komme ich von hier? Nee, ich komme noch von hier, ne? Oder? Durchgebrannte Sicherung muss ersetzt werden. Okay. Ich würde gerne. Ich würde gerne nochmal so eine Fackel hier anzünden. So. Okay, ich gehe erstmal hier hoch. Gucken, was hier abgeht. Hier komme ich nicht weiter. Fahrstuhl. Da hinten ist Strom.
Oh, hier muss ich aufpassen. Das Tor ist abgeschlossen. Kriege ich auch nicht auf. Das ist kein Problem. Das kriegen wir. Moment mal. Wie komme ich denn da? Ja, ne? So. Verschwendet aber ganz schön viele Fackeln. Hätte ich mir die mal alle mitgenommen. Jesus, ey. Naja, ist egal. Magnesiumfackel, nice. Ersatzsicherung. Hier sitzt er schon weg. Das heißt, ich kann hier einfach runter, ne? Nee. Oh, Speichervorgang. Aber er hat gerade nochmal gespeichert, ne? Okay, ich kann also nicht da runter. Okay, ich muss also doch wieder hier. Ich muss also doch wieder hier hin zurück. So. Hier unten ist auch alles voller Strom. Wohin lang muss ich? Ob da hinten komme ich gar nicht weiter, ne? Nee. Einfach mal hier entlang. Ich meine, es ist ja gespeichert worden, ne? Ist ja kein Problem. So, hier ist wieder alles elektrisiert. So. Stoff, Trockenfleisch, Sicherungskasten durchsuchen. Speichervorgang. Ganze Ding hier ist runtergefahren. Vorratsbehälter durchsuchen. Boah, krass. Ist ja mega hell, aber dann geht die auch mega schnell leer. Okay. Ne, das mache ich. Ich mache das anders. Ich mache das. Ich habe ja gar keine Lampe mehr. Ich dachte gerade, ich habe ja Lampenöl. Kann ich ja die Lampe anmachen? Habe ja gar keine mehr, ne? Shit. Boah, die Taschenlampe geht mega ab, aber dann ist sie auch direkt leer. Ich weiß auch nicht, wo ich Batterien herbekomme. Noch nie gesehen hier. Okay, wir haben jetzt, ich glaube, 3 Sicherungen oder so. Hier dürfte jetzt auch kein Strom mehr drauf sein, ne? Bolzenschneider, Alter, ey. Nein! Ich muss Kasten durchsuchen. Durchgewandte Sicherung kann raus. Muss ich jetzt hier eine neue reinmachen? Speichervorgang. Bin mir nicht sicher, was ich hier gerade tue. Packen wir aber da hinten noch eine rein.
Es könnte funktioniert haben, ne? Er hatte gerade gespeichert, ne? Ja. Schauen wir mal. Eine Möglichkeit, den Aufzug zu reparieren. Okay. Ersetze die durchgebrannten Sicherungen. Hab ich auch gemacht. 2 von 3. Ich muss noch eine finden. Okay. Aber wo? Hier. Hier ist noch eine durchgebrannte. Das packe ich erstmal hier. Die kann weg. Ablegen. Ablegen. Oder kann ich die reparieren? Nee, ablegen. Ich habe auch keine mehr, ne? Nee. Okay, da muss ich wahrscheinlich mit dem Bolzenschneider das Tor aufmachen. Und dann... Wenn ich jetzt wüsste, ob das hier der richtige Weg wäre. Und dann muss ich da noch eine Sicherung holen. Hier ist auf jeden Fall Strom, das ist gut. Ich weiß echt nicht, wo ich hier gerade entlang gehe. Ich bin schon froh, dass hier keine Wölfe sind. Das muss ich wahrscheinlich sprengen oder so, ne? Jetzt bin ich hier komplett umsonst entlang gelaufen. Ich habe auch zu viel Zeug dabei. Komme ich auch nicht weiter. Wo war denn das Tor? Wo ist hier noch eine Sicherung? Ins Rohre. Ich hätte mir merken sollen, wo das Tor ist. Kommen wir nämlich mit dem Bolzenschneider wahrscheinlich entlang. Und dann müssen wir da hinten irgendwas sprengen. Oder vielleicht auch nicht, weil wir müssen ja mit dem Aufzug eigentlich weg. Aber vielleicht müssen wir da auch was sprengen, um dann die Sicherung da zu holen. Hier bin ich jetzt auf jeden Fall wieder beim Aufzug. So. Hier sind 3 kaputte Sicherungen, ich habe aber nur 2 ganze. Okay, wo war das Tor? Ich mache jetzt mal eben hier. So. Ich bin immer noch zu überladen. Was habe ich denn alles dabei? Ablegen. Ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Jeez, was habe ich denn alles für Zeug dabei?
krass. Hier ist das ganze Wasser, ne? Ablegen. Oder brauche ich das Brecheisen vielleicht? Das könnte sein. Ja, es geht auf jeden Fall wieder. Muss ich hier hoch oder hier entlang? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hier kann ich nicht entlang. Hier ist eine neue Sicherung drin. Er speichert immer. Ich glaube, ich muss die Sicherung rausmachen, um zum Tor zu kommen, oder? Weiß es nicht mehr. Wenn ich wüsste, wo hier. Ah. Im Moment, hier war ich doch. Genau. Boah, ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe auch keine Map hiervon, ne? Vielleicht irgendwie idyllisches Tal. Ich hätte gerne eine Karte hier von der Mine, ey. Verdammt. Der Sicherungskasten war auch leer. Den habe ich ja, da bin ich ja in aus Versehen runtergesprungen. Nice. Sehr gut. Seenotfackel, immer gut, nehme ich immer gerne mit. Magnesiumfackel, immer gut. Was ist hier rum? Es ist hier irgendwo Strom ausgegangen. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Boah, ich habe eine krasse Gänsehaut. Ich weiß nicht genau warum. Irgendwie flasht mich das hier gerade heftig. Ich weiß doch gar nicht, wo es hier entlang geht. Ah, hier geht es auf jeden Fall wieder zum Aufzug, das ist gut. Meine Güte. Bin ich froh, wenn wir das hier geschafft haben und dann ne, Abflug machen können. So, hier ist Strom. Muss hier ein bisschen aufpassen. Hallo, ich hab doch. Okay, hier liegt mein ganzer Kram. Vorgang. Nice. Jetzt sollte der Aufzug laufen, ne? Nehmen wir mal den ganzen Kram hier mit. So. Ja. Kannst du jetzt mit dem Aufzug fahren, ey? Moment. Sicherungen ersetzt, die durchgebrannt sind. 2 von 3. Warum? Ich habe doch eine, Ablegen. Ablegen. Ablegen.
Da müsste ich doch noch eine Sicherung hier haben. Ich hab doch. Ich hab doch die Sicherung ausgetauscht, ey. Hä? Oder hatte die eine jetzt nicht gespeichert? Jetzt ist. Die Folge wird extrem lang, sorry. Aber ich will das jetzt hier noch. Mein Gott, wir sind doch jetzt fast vorm Ziel hier. Ich überlege gerade, welche Sicherung haben wir nicht entnommen? Das kann ja nur die sein, wo ich runtergesprungen bin. Und das hat er dann nicht gespeichert. Aber der hat doch gespeichert, welche genau rausgenommen. Wir haben doch eine Sicherung rausgenommen, um da durchzukommen, ne? Ja, natürlich. Wir haben ja eine Sicherung rausgenommen, um da durchzukommen. Das Tor aufzumachen. Ich hatte doch eine Sicherung dabei. Ich habe eben gedacht, ich hätte keine dabei. Okay. Muss ich jetzt nur wissen, wo ich die reinmachen muss. So, jetzt sind wir wieder beim Aufzug. Hier ist eine drin. So. Wo muss noch eine hin? Boah, das macht mich fertig, ey, ehrlich. War das hier? Hier. Oh mein Gott, ey. Okay, wir haben's. Benutze den Aufzug. Nice. Boah, das läuft extremst langsam nur noch. Wir sind auch sehr müde. Wir können gleich noch mal was trinken. Okay. Ab die Fackel da reinwerfen. Das war's von der Folge. Wir können jetzt den Aufzug benutzen. Wir haben jetzt endlich alle Sicherungen ausgetauscht. Und mal sehen, ob wir dann aus der Hütte rauskommen oder was abgeht. Das war's aber von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Abonniert den Kanal. Bis später. Ciao.